wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Draußen wird schon wieder gerattert und gerührt. Ich ziehe jetzt Leine, ich hol's ab. Ich fahre jetzt nach Frankfurt, ich möchte zu Primark, ich möchte ein paar Sachen schauen. Vielleicht gehe ich auch noch mal kurz bei DM vorbei und hole mir was für diese Toilettenduftsprays von Glade, diese Spender. Da habe ich nämlich neulich mitgenommen, ich glaube Mandarin and Sunshine, Sunshine and Mandarin. Ich meine, das war eine LE, bin mir aber nicht sicher. Und die ist super. Ich finde den Duft richtig schön. Dann möchte ich gucken, dass ich noch was bekomme, wenn es eine LE ist. Und wenn nicht, dann sowieso. Vielleicht nehme ich auch nochmal diese Augenpads mit von Balea, diese aktuellen mit Rosenwasser. Die sind auch super gut. Mal gucken. Oder ich bestelle später mal, aber jetzt bin ich ja quasi dort. Genau, und dann werde ich nicht so viel schaffen im Haus, wie ich geplant habe. Das steht jetzt leider schon fest, weil es hat sich so lange gezogen, der Dachboden. Ich habe ja alle Gardinen gewaschen, alle Gardinenstangen abgewischt, das Bettzeug komplett gewaschen, alles gemacht. Und ich bin zu noch nichts gekommen. Die Gartenhütte aufräumen wird wahrscheinlich dann mein Mann machen. Dachboden werden wir zusammen nochmal hoch müssen. Ich habe ja am wichtigsten die Kindersachen sortiert. Das war das Wichtigste, das habe ich. So. Da war der Akku leer. Ja, die Kindersachen sind sortiert. Das war das Wichtigste. Ich will aber jetzt noch die ganzen Sachen für Größe 110 jetzt für den Herbst-Winter für Hannah mit runternehmen und schon mal langsam durchwaschen. Ich habe noch genug Platz in dem einen Schrank, um das unterzubringen. Naja, alles muss ich gucken wegen der Jacken. Aber das meiste. Die Mädels bekommen ja noch den 2 Meter mal 50 cm Schrank rangestellt. Da ist dann definitiv genug Platz. Dafür müsste ich auch noch Böden haben. Das passt. Mein Zimmer sieht momentan katastrophal aus. So. Tja, Schminktisch ist jetzt da drüben. Und demnächst kommen hier die Packschränke rein. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Wir machen jetzt doch für mich so eine Art Ankleidezimmer hier. Nichts mit Sitzecke oder irgendwas, sondern einfach nur Schränke, Schminktisch und meine Kerzen. Weil wir uns einfach gesagt haben, also beziehungsweise mein Mann hatte die Idee, hat gemeint, wenn du mit deiner Ankleide nicht glücklich bist oder so, dann mach halt hier unten. ja, und die Idee dahinter ist einfach die, dass hier einfach nur Abstellraum ist. Es ist einfach Abstellraum. Hier wird alles reingeschmissen, ne, was gerade Platz sucht. Ja, hier wird alles Mögliche einfach abgestellt, weil der Raum dafür da ist. Und das finde ich total blöd. Der ist hier unten im Eingangsbereich. Ich finde das total bescheuert. Und meine Ankleide wird dann sowas wie, naja, mein Bügelzimmer. Wir lassen die Kommoden drin. Da tue ich auch ein paar Kindersachen rein. So Spiele, die sie jetzt nicht immer haben. Oder diesen Knetsand zum Beispiel. Das ist nichts, was sie bei sich im Zimmer stehen haben. Oder ihren Schminkkoffer. Weil ich nicht will, dass sie damit dann immer Schindluder treiben. Sondern das sind so Sachen, wo ich sage, wollen wir das mal spielen? Dann hole ich es. Ne? Oder auch Bastelsachen werde ich da rein tun. Dann sind die immer schön aufbewahrt und gut erreichbar. Weil ich habe ja da diese Kommoden drin stehen und die sind dann im Prinzip leer. Und mein Bügelbrett kommt da oben rein. Einfach, dass das Bügelbrett irgendwo steht. Weil ich momentan wegen der Kinder halt super viel bügle und dann ist das nicht mehr hier unten und das wird halt mein Zimmer. Ursprünglich wollte ich es jetzt auch streichen lassen in der anderen Farbe, aber als wir uns dafür entschieden haben, das zu machen, habe ich gesagt, nein, lass gut sein. Das Einzige, was man von der Wand sieht, ist das hier und ja, hier an der Tür. Und das Grau mag ich ja. Ich mag es ja wirklich gerne. Es ist eine schöne Farbe. Das lassen wir so. Ich muss jetzt noch gucken, was für Gardinen ich hinhänge und irgendwann, wenn die Kinder am Wochenende wieder unterwegs sind. Ich bin eine Mama, gell? Die Kinder sind aus dem Haus und ich denke schon ans nächste Mal, wenn sie weg sind. Dann stellen wir Schränke um. Dann kommt mein Eckschrank hier rein. Ich glaube, bis hier habe ich dann auch schon und dann fehlen mir halt auch noch Schränke. Also das kommt dann alles noch peu à peu mit der Zeit. Aber nicht sofort alles wahrscheinlich, weil im Moment brauche ich es nicht so dringend. Aber wir stellen dann auf jeden Fall schon mal um und ich möchte ja auf jeden Fall Kerzen aussortieren. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ich werde euch demnächst mitnehmen. Aber meine Pläne haben sich jetzt leider so ein bisschen anders gestaltet. Nämlich, dass ich heute schon zu meinen Eltern fahre, so gegen 19 Uhr. Meine Tante kommt nämlich heute Abend schon, dann machen wir einen Spieleabend. Ich übernachte dort und dann nehme ich meine Tante am nächsten Morgen mit hierher. Meine Eltern haben nämlich ein Straßenfest dort, wo sie wohnen. So quasi das Kennenlernfest, das jetzt wegen Corona nicht stattfinden konnte, nachdem sie über ein Jahr dort wohnen. Und dann nehme ich meine Tante mit hierher. Vielleicht können wir kurz ein paar Gardinen abstecken, über ein paar Gardinen sprechen. Vielleicht guckt sie dann auch einen Disney-Film. Vielleicht kann ich auch kurz was im Garten machen. Mal gucken, wie sie halt lustig ist. Sie soll sich ein bisschen ausruhen und entspannen. Sie arbeitet ja auch so viel. Ich will noch eine Gemüsesuppe später vorbereiten. Und damit ist der Tag schon mal hin. Morgen ist meine Tante da. Da kann ich nur so ein paar Sachen machen, weil im Dachboden wird es nicht gehen. Am Sonntag fahren wir für einen Tagesausflug nach Dortmund. Der Tag ist im Prinzip auch erledigt. Montag habe ich Zeit. Dienstag ist der halbe Tag weg für den Friseurtermin. Mittwoch kommt die Family wieder. Also ich werde auf keinen Fall alles schaffen.
Leider nicht. Ich hatte mir viel vorgenommen und ich habe auch viel geschafft, aber alles leider nicht. Aber was auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Gefühl ist, ist, dass die ganzen Textilien gewaschen sind. Das ist auch immer viel, viel Arbeit. Und ich bin froh, dass ich es habe. So, es wird schattig, es wird hell. Ich zeige euch mal kurz, wie es jetzt hier aussieht. Ich habe euch das noch gar nicht gestrichen gezeigt. Ich bin natürlich noch nicht fertig. Also steht noch einiges rum, es liegt noch Bügelwäsche rum. Oh, hier ist noch Abklebeband. Ups. Und Bilder fehlen halt immer noch. Ich zeige es euch aber trotzdem mal, dass ihr es mal sehen könnt. Ja, wenn man bei uns reingeht, sieht es jetzt so aus. Na, Gegenlicht, das ist nix. Ich habe mich für so einen Sandton entschieden. Der ist schwierig zu beschreiben. Der hat, so, seht ihr ihn vielleicht besser. Das ist kein Gräsch. Es ist nicht gräulich und schlammfarben. Es ist eher so ein Sandton. Er hat einen Ticken Rosé mit drin, aber ganz, ganz, ganz dezent, dass er halt schön warm ist. Und ich habe mich für den entschieden, weil ich halt finde, der ist perfekt für unseren Fußboden. Der passt gut zu beige, der passt gut zu grau. Und ich wollte Farbe an den Wänden. Ich brauchte unbedingt Farbe, weil das war alles viel zu blass, zu kalt. Hat mir einfach nicht gefallen. Und er hat einmal jetzt komplett gestrichen, eben auch in der Küche. Das wollte ich einfach nicht selber machen, deswegen ist der Maler eigentlich gekommen. Ne? Die eine Wand hätte ich vielleicht noch gemacht, aber ich hatte echt keinen Bock, die Küche zu streichen und der hat es toll gemacht. Jetzt wirken unsere Lampen auch ganz anders. Die haben nämlich früher, finde ich persönlich, sehr, sehr kühl gewirkt. Obwohl ich sie schon immer mochte, aber jetzt mit der anderen Wandfarbe, da wirken sie einfach ganz anders. Also das gefällt mir super, super gut. Sieht echt schön aus. Ja, und es ist halt so. Das ist die Spielebox. ich habe halt jetzt noch einiges in Grau hier drin, was ich vielleicht später in einer anderen Farbe machen werde. Die Couch zum Beispiel würde ich später wahrscheinlich in einer anderen Farbe wählen, aber erstmal ist es in Ordnung, so wie es ist. Die Teppiche auch. Aber es passt erstmal noch, es ist okay. Ja, ich hätte vielleicht die Kissen aufräumen können. Nee, also erstmal ist es in Ordnung, man kann es erstmal so lassen. Und was jetzt halt noch kommt, sind Bilder an der Wand hier und ja, ob ich da was mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mal gucken. Mit der Wand muss ich noch irgendwas Kleines machen, nichts Großartiges. Aber ja, und da soll auch noch irgendwas hin. Irgendwas überlege ich noch damit zu machen, dass es nicht so leer ist. Aber keine Schränke, wir wollen es nicht vollstellen, wir brauchen den Platz nicht und wollen es uns nicht zu vollstellen. Ich überlege irgendwelche Äste oder eine Säule oder ich weiß einfach noch nicht, doch eine Blume. Ja, Blume will ich eigentlich nicht. Ich weiß noch nicht so genau. Ich finde die Farbe aber richtig schön und ich habe mir im Zuge dessen auch neue Gardinen geholt, die dann in die Richtung meiner ganzen Kissen und so weiter gehen. Und zwar habe ich mir auch welche von Joop geholt, diese All Over hier in diesem Nature, Natur, Beige, Creme. Die habe ich auch noch alle gewaschen und schon aufgehängt. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne und ich muss sagen, das ist jetzt ein ganz anderes Wohngefühl hier drin. Also komplett anders als dieses kalte Weiß. Ich meine, war ja irgendwie klar, dass die ganzen weißen Möbel auf Weiß irgendwie nicht aussieht. Aber in einem Neubau finde ich das immer sehr schwer einzuschätzen, weil du gehst halt rein, du hast noch kein Raumgefühl. Ja, im Neubau ist es immer düster, ist ja klar, weil das hat uns ja auch der Maler damals gesagt, Farbe reflektiert ja ganz anders das Licht als diese verputzten Wände oder die Ziegel. Das reflektiert nicht und dadurch ist es immer dunkler. Und ich konnte es halt nicht einschätzen und ich wusste noch überhaupt nie, was ich hiermit anfangen will. Ich hatte ja die Küche auch nie live gesehen. Also ich hatte ja die Platte nie wirklich in Aktion gesehen. Wir haben sie uns ja so ausgesucht. Und ich wusste nie, was ich an die Wand machen soll. Und ich bin auch ganz froh, nicht, dass es grau geworden ist. Ich war nämlich voll auf dem Grautrip damals, weil ich so genervt war von meinen Home-Shopping-Kanälen und von allem, dass in Grau immer alles da war. Beige war immer weg und Taupe war nie Taupe. Die Farben haben nie gepasst und ich war irgendwann so genervt, dass ich auf Grau umgestiegen bin. Es war mir aber jetzt zu viel Grau. Es war einfach zu duster, zu eintönig. Ja, und irgendwann habe ich dann halt so ein bisschen gegoogelt und kam auf diese Beige-Grau-Kombi, die wohl auch sehr modern ist gerade und die auch wirklich schön ist, muss ich sagen. Und ja, habe jetzt zu meinem Mann gesagt, ich will streichen. Erst wollte ich grau streichen, so wie die Wand hier, weil ich halt nicht wusste, welche Farbe sonst. Bunt wollte ich nicht. Ich wollte keine Farbe, die dann nur zu einer Sache passt oder wo ich dann, wenn ich sage, ich streiche jetzt rosa, wenn ich denn grüne Kissen hinlege, dass das dann blöd aussieht. Also das weiß ich, dass ich mich da immer mal ein bisschen ändere. Sowas wollte ich nicht. Ich wollte keine Farbe, die irgendwie gebunden ist.
Ja, und irgendwann kam ich halt auf diesen Trichter. Und ich wusste auch, ich finde keine Gardinen in genau dieser Farbe. Also habe ich mich für dieses Creme entschieden, wie auch die Kissen und alles sind, weil da kriegt man auch immer was. Und irgendwann werde ich jetzt aber die Teppiche noch anpassen. Aber erstmal sieht es okay aus. Man kann das erstmal lassen. Das ist in Ordnung. Muss man jetzt noch nicht tauschen. Ist jetzt nicht so, dass man reingeht und sagt, boah, meine Augen. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, weil mein Mann macht das jetzt einfach noch nicht mit, dass ich wieder neue Teppiche kaufe. Ja, und ich wollte eine warme Farbe. Das Grau, da hatte ich halt echt Angst. Es ist ein schönes Grau. Es ist kein kaltes Grau gewesen, aber trotzdem Grau. Und ich finde das in meinem Zimmer drüben schön. Aber das war ein anderes. Das ist auch noch viel heller als das, was wir hier an der Wand hatten. Und ich habe halt echt gesagt, boah, alle Wände grau. Ich weiß nicht. Ich finde das Grau schön. Und in meinem Zimmer mit den hohen weißen Schränken ist es auch okay. Und im Kronleuchter. Ich dachte echt, hier alles grau. Ich weiß nicht. Im Wohnraum. Ich weiß nicht. Und dann bin ich auf den Sandton halt gekommen und habe mir den ausgesucht. War jetzt auch eine lange Suche. Ich war erst bei schöner Wohnen, aber da hat keine Farbe so 100% gepasst. Und dann hatte ich eine, die war schön, aber die war auf der Wand. Ich habe es an einer Stelle getestet. Total rosé. Also schön, wunderschön. Aber halt rosa, definitiv rosa. Und auf großer Fläche hätte man das auch gesehen. Und sind wir irgendwann bei der Farbe hier hängen geblieben. Hier passen dann Sachen in so einem Camel oder Taupe auch wirklich gut dazu. Es ist ein ganz anderes Wohngefühl, auch abends. Also wenn hier das Licht reinkommt, das ist jetzt viel gemütlicher, viel, viel schöner. Ich mag es total gerne. Und dann muss man sich natürlich dazu sagen, dass da hier noch weiße Bilder an die Wand kommen, also weiße Bilderrahmen. Natürlich, die kommen auch noch dazu. Dann wird es auch nochmal ganz anders wirken. Dann findet sich das Weiß der Möbel auch an der Wand wieder. Also ich glaube, das wird schön. Ich finde die Farbe toll. Mein Mann hat sich sehr dagegen gesperrt, also was heißt gesperrt nicht, das hat er mir überlassen, aber er hat gesagt, er ist sich nicht sicher, ob das wirken wird. Er hat noch so diese Denkweise, dass bunt gestrichene Räume gleich kleiner wirken, was ja nicht stimmt. Kann man sogar bei Malern nachlesen, dass das nicht stimmt. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Ich finde nicht, dass der Raum jetzt kleiner wirkt. Und selbst wenn er kleiner wirken würde, wäre mir das auch wurscht. Er hat sich nicht verändert, das Haus ist nicht geschrumpft, er ist immer noch so groß wie vorher, nur ist er jetzt gemütlicher. Also ich finde es sehr cool. Und eigentlich wollten wir es erst im Herbst oder später machen, aber ich habe halt so gedrängelt, dass es jetzt gemacht wird, weil ich wollte im Herbst, wenn die usselige Jahreszeit kommt, die wir ja eigentlich jetzt dauernd haben, und im Winter, wenn die Weihnachtsdeko kommt, auf jeden Fall schon fertig sein und hier nicht noch diese kalten weißen Wände haben. Ja, und erst wollten wir selber streichen, aber irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, also ich war das, ich habe irgendwann gesagt, weißt du, wollen wir nicht einfach mal fragen, weil meine Tante hat einen Maler, seit Jahren schon, den rufen sie an, wenn irgendwas ist, egal was es ist, der kommt, der streicht, der ist nicht super teuer, also normaler Stundenlohn, der kommt und klebt ab, streicht, geht wieder und es ist, als ob der nie da gewesen wäre, außer dass die Wand jetzt schöner aussieht. Und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, wollen wir nicht gucken, ob wir nicht jemanden finden, weil das ist doch wirklich viel, dass das schön aussieht und ordentlich wird und um die Küche rum und die ganzen Fenster, weil es sind drei Fenster zu umstreichen gewesen. Da habe ich offene Türen eingerannt. Mein Mann sagt sowieso immer, komm, lass uns jemanden holen, der das macht. Da zahle ich lieber die Euros und habe keinen Stress und kein Abkleben und nichts, weil das war echt schön. Der ist gekommen. Wir haben die Farbe gebracht und das war's. Ich habe die Möbel weggerückt. Er hätte mir auch bei allem geholfen. Ich habe es halt schon mal vorbereitet, so gut ich konnte, weil ich finde, dass es nicht seine Aufgabe ist, hier die Couch rumzuschieben. Er hat mir halt ein bisschen beim Kühlschrank geholfen und beim Kamin. Wobei, das habe ich dann auch alleine zurückgeschafft, aber da hat er mir noch geholfen. Und dann hat er hier ausgelegt, abgeklebt, gestrichen, super aufgeräumt. Nichts, keine Tropfen, keine Flecken, kein Dreck, nichts. Also ich habe natürlich dann durchgebisselt, weil der ja Schuhe anhatte. Aber der ist auch nicht auf alles draufgetreten, der hat aufgepasst. Also das muss ich sagen, hat er ganz toll gemacht. Und es war halt wirklich schön. Es war schön, entspannt. Ich hatte den Stress nicht, dass das dann auch nach was aussieht. Super. Ja, und den können wir öfter anrufen, wenn irgendwas ist, aber ich habe schon zu ihm gesagt, bis bald, aber mein Mann hat gesagt, bis in 5 Jahren, nicht eher. Nee, aber der hat jetzt pro Stunde 25 Euro genommen. Das finde ich in Ordnung, wenn man bedenkt, dass er alles mitbringt von Material. Also die Farbe nicht, aber die Pinsel, das Abdeckzeugs hat er alles mitgebracht. Da finde ich 25 Euro in Ordnung. Und er hat ja schon eine Weile hier gestrichen. Und er hat ja noch das Gäste-WC gestrichen, übrigens in derselben Farbe. Aber das wirkt, finde ich, noch nicht so richtig. Es ist jetzt schöner als vorher, aber da fehlen halt noch die Bilder an der großen Wand. Da muss eine Gardine rein, denn es halt in dem Raum ganz schlimm. Ich brauche noch einen richtigen Teppich da drin. Also das ist alles noch nicht fertig. Oh, es ist sogar noch ganz dunkel, weil das Rollo noch unten ist. Ich mache es mal hoch.
Und dann muss ich aber auch los, ich bin schon spät dran. So. So schaut es jetzt aus. Ich finde, es ist viel besser als vorher. Nicht mehr so kalkig weiß. Der Waschtisch ändert sich ja irgendwann. Der bleibt ja jetzt nicht mehr ewig da drin. Ja, aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Natürlich, Gott, hört ihr, wie das halt? Hier muss echt was gemacht werden. Hier muss endlich mal eine anständige Lampe rein. Jetzt habe ich auch eine Vorstellung. Die werde ich besorgen. Dann fehlt hier natürlich noch was. Und hier müssen einfach Bilder hin. Dann eine Gardine kommt noch hin, weil sonst halt es hier zu sehr. Und ein entsprechender Teppich. Und dann finde ich das aber wirklich schön. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Oben machen wir das nicht, aber hier unten finde ich es halt schön. Das findet sich vom Wohnzimmer hier so ein bisschen wieder. Und es ist halt nicht mehr so nackig und kalt. Das war halt einfach nichts. Das ist nur provisorisch übrigens. Ja, Dusche ist ja hier geblieben. Das ist unsere Outdoor-Decke, die da hängt. Die gehört da eigentlich auch nicht hin. Mein Fußbad, die Bisselrolle. Ja, ich finde es auf jeden Fall echt gut gelungen. Mir gefällt es. Und ja, jetzt kommen hier halt demnächst noch die Bilder hin. Und dann wird das schön. Hier ist übrigens unser Spender für den Duft. Hier ist jetzt dieses Sunshine and Mandarin drin. Oh, das riecht echt super. Also ich mag es total gerne. Wenn ihr euch sagt, wieso hast du das hier hängen? Da wäre doch viel besser, da wird es nicht so auffallen. Ja, das Problem ist, der von Denk mit, da ist noch ein Kleberest, der muss noch weg. Der von Denk mit, der war so fest, da ging das irgendwie. Bei dem ist es so, wenn hier jemand sitzt und sich anlehnt und die Kinder machen das halt noch ab und zu, mein Mann passiert das halt auch noch, dann fällt der immer runter. Der hält nicht, deswegen klebt der jetzt da. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Wenn man jetzt nicht mit dem Kopf drauf gestoßen wird, finde ich es eigentlich nicht schlimm. Aber da ist er halt immer abgefallen, das war leider nichts. Da in der Ecke, finde ich, ist er besser aufgehoben. So, das war's hier. Und jetzt ziehe ich mir Schuhe an und mach mal los zu Primark. Ich habe ihn übrigens auch gleich mal gefragt, was mit der Diele ist, weil irgendwann werde ich die auch in einer anderen Farbe wollen. Das weiß ich jetzt schon. Erstmal nicht, das erlaubt mein Mann nicht, aber irgendwann sicherlich kann das auch noch, weil ich komme immer mehr auf den Trip dieser bunten Wände. Aber ich habe es ja wegen oben nicht gemacht, aber irgendwann will ich's. Und er hat gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, das ist nicht so viel zu streichen. Das täuscht, also das ist für ihn eigentlich schnell zu machen. Das Einzige, was halt hier ein Aufwand ist, ist das Abkleben. Klar, das dauert. Aber er hat schon gesagt, wir haben eine streichfreundliche Treppe. Also das ist sehr, sehr schön so. Da kommt jetzt auch noch die Leiste drauf und dann kann er das super abkleben. Er sagt, schlimmer wäre es, wenn jede einzelne Stufe an der Treppe so runtergehe. Das ist richtig viel Arbeit. Das hat er gesagt, das ist total schnell gemacht. Also das ist überhaupt kein Problem, die Treppe zu streichen für ihn. Gar kein Thema. Ja, da freue ich mich. Weiß ich schon, wen ich anrufe, wenn ich das mal machen will. Da werde ich auch nicht selber Hand anlegen. Mit Sicherheit nicht. Da wird er angerufen und dann zack, bumm, wird das gemacht. Gut, und ihr Lieben, jetzt ziehe ich Schuhe an und los geht's. So, ihr Lieben, ich bin erst mal an der Tankstelle. Der Wagen ist dermaßen leer. Da war noch nicht mal meine Kilometeranzeige da gerade. Der staubte schon. Oh, weia. Der wäre jetzt nicht mehr weit gekommen. Wie ätzend. Der ist komplett leer gewesen. Und es kostet gerade 1,63,9. Eklig. Ätzend. Ich dachte, ich melde mich mal wieder bei euch. Ich bin gerade im Auto und ist nicht viel los, ganz entspannt ohne Kinder. Ich dachte, ich melde mich mal wieder, weil zu Hause komme ich momentan ja nicht so wirklich dazu. Also dachte ich, warum nicht mal auf der Fahrt quatschen. Solange ich nicht so lange quatsche, weil der Akku das wahrscheinlich nicht mehr mitmacht. Wow, ich war gerade tanken für 91 Euro. 91 Euro! Für mein Auto, nicht unseren großen, meins. Also das ist echt krass, 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 krass. Aber der war leer. Der war ratzeputze leer. Der hat gefühlt gestaubt, als ich ihn aufgemacht habe. Also der war wirklich leer. Ich hatte gestern eine blöde Fahrt zurück vom Andreas. Ich habe mich verfahren, tatsächlich. An einer Stelle brauche ich immer das Navi, weil so oft bin ich noch nicht gefahren. Und da vertue ich mich. Aber deswegen habe ich immer das Navi an. Und seit Sidechick ein Update hatte, habe ich irgendwie das Gefühl, will der mich veräppeln. Ja, so immer, egal, wenn ich es anmache. Der lotst mich eine Strecke über, der will über Feldwege mit mir fahren. Also, ich weiß nicht. Und ich nichts gedacht, einfach nach Navi gefahren, ne? Total bescheuert. Da hatte der keine Lust mehr zu tanken. Und ich habe gestern schon gedacht, tank lieber heute. Tank lieber am Donnerstag. Freitag ist nicht gut. Heute ist so Rückreiseverkehr und Pendlerverkehr. Das ist nie gut. Aber ja, Sprit ist momentan sowieso teuer. Es hätte jetzt auch nicht 30 Euro Unterschied gemacht. Aber trotzdem. 1,63,9 für Super. Wow. Krass.
Richtig, richtig, richtig krass. Ja, okay, auch wenn ich mit euch quatsche. Wenn ich mit euch quatsche, ganz so langsam muss ich halt auch nicht fahren. ja, auf jeden Fall krass, 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 krass. Also, ich war noch nie so weit unten mit der Tankanzeige, ne? Also noch nie. Der war bei 50 Kilometer und dann ging die Kilometeranzeige weg und der hat nur noch gesagt, tanken, 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 tanken. Und ich habe schon, ich habe das Lenkrad umklammert. Es waren noch, was, 7 Kilometer bis zur Tankstelle und ich habe nur gedacht, oh Gott. Oh Gott, wenn der jetzt liegen bleibt, wen rufst du zuerst an? Ja, rufst deinen Vater an, der muss dich ja abholen. Du stehst ja jetzt da. Soll der Sprit mitbringen? Ach du lieber Gott, wie lange stehst du denn hier an der Hauptstraße? Shit. Aber es hat ja gepasst. Ja, ein paar Kilometer schafft er dann ja schon noch. Aber ich war halt noch nie so weit unten. Da ist der Tank jetzt mal richtig sauber geleckt worden, könnte man sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Heftig, 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 heftig. Bin zu Panik geschoben kurz. Aber ist ja alles gut gegangen. Aber mein Mann ja immer, ne? Ja, der schafft er noch, das kann er noch, das geht noch. Ich habe noch nie gesehen, dass die Anzeige verschwindet und er nur noch so gestrichelte Linien zeigt. So nach dem Motto, oh oh, oh oh, oh oh. Ach, wenn LKWs überholen, ist so schön, das zu sehen. 2 LKWs, die überholen. Ja, jetzt auch noch das Wohnmobil davor, genau, damit der gar nicht mehr vorbeikommt. Super, das ist toll. Super. Wieso müssen LKWs immer am Berg überholen? Ich verstehe es nicht. Wieso immer bergauf? Hat es eigentlich irgendeinen Grund? Hat das irgendwas mit der Schubkraft zu tun, dass ein LKW nicht bergab oder auf gerader Linie überholt, sondern immer nur bergauf? Ich verstehe es nicht. Hat es irgendeinen besonderen Sicherheitsgrund bei denen? Dürfen die das nur so? Ich habe keine Ahnung. Dass sie nicht zu schnell werden vielleicht? Bergunter mit ihrer Schubkraft von hinten? Ich habe keine Ahnung. Aber es muss doch eigentlich es muss doch einen Grund haben, dass ein LKW immer nur am Berg überholt, oder? Yay, yeah, ich habe das Parken noch drauf. Wow, hier hat sich auch einiges verändert. Hier ist ja auch einiges umgebaut worden. Naja, da würde ich sagen, ihr Lieben, ich nehme meine Maske. Oh, Maske wieder und Sonnenbrille. Das ist wieder mal so eine Kombination. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal los. Oh Gott, das erste Mal seit 10 Monaten bin ich hier. Das kann man, das ist unvorstellbar, oder? Ich war früher so oft hier und das ist so... Ich bin ja die ganze Zeit nicht gegangen, jetzt wegen Corona, wegen Zeit und weil es sich halt nicht gelohnt hat für mich, ne? Aber, wow. Okay, meine Parkuhr läuft, ich werde mal reingehen.